Die Röhre EAA91 gehört zu der Gruppe der Demodulationsröhren für Rundfunkempfänger wie Radios und Fernseher. Sie ist nur für eine geringe Anodenspannung ausgelegt. Geprüft wird die Röhre mit 10 Volt Anodenspannung bei 0,9 mA Anodenstrom. Das Messgerät ist auf 1,2 mA eingestellt. Das bedeutet, Ausschlag von 60 heißt 1,2 mA. Ich kontrolliere nochmal die Spannungen, wie Halsspannung und Anodenspannung. Kurzschlussprüfung zur Kathode, es gibt keinen. Steuergitter gibt es keine. Die Anode hat auch keinen Kurzschluss. Und das erste System wird ungefähr mit 32, 32,5 gemessen, was bedeutet, dass die Röhre ungefähr 0,75 mA Anodenstrom liefert. Somit ist das System eigentlich noch im Bootbereich. Das zweite System ist identisch. Insofern ist die Röhre als gut zu bewerten.